Also mein Eindruck ist super. Gute Harmonie, gute Einstellung zum Training. Jeder gibt Gas. Man merkt, da ist Lachen, aber auch wieder eine gute Ernsthaftigkeit. Genauso soll es sein, diese Mischung. Und wir haben halt uns auf der einen Seite mit dem Thema Teamregeln beschäftigt, weil es ist ja immer wichtig, wie wollen wir in dieser Saison zusammenarbeiten, zusammen spielen, zusammen gewinnen. Und da geht es darum, so ein paar Leitplanken aufzusagen. Und da haben wir in den letzten Jahren schon viel vorgearbeitet und haben einfach mal geschaut, wie gut haben wir das denn eigentlich umgesetzt letztes Jahr? Und wo gibt es vielleicht ein paar Stellschrauben, wo wir noch dran arbeiten können? Und uns einfach mal auch darüber auszutauschen, gerade mit den neuen Spielern. Guck mal, das ist uns besonders wichtig. Und wie wollen wir das in Zukunft machen? Ich finde sowas, klar, weil es meine Arbeit auch ist, sehr, sehr wichtig, weil je mehr eine persönliche Beziehung zwischen den Menschen da ist, desto eher kann man auch fachlich zusammenarbeiten. Desto eher kann man sich fachlich auch mal fetzen, ja, ne, weil man einfach weiß, okay, der will auch gewinnen und der sieht das so. Und wenn wir wissen, wir haben beide irgendwo die gleichen Werte und das gleiche Ziel. Und sowas entwickelt sich bei solchen Team-Events, weil man da mal anders ins Gespräch kommt, man findet Gemeinsamkeiten, man macht neue Erfahrungen zusammen. Und das schweißt dann auch so ein Team zusammen. Und gleichzeitig ist es gerade in so einem Trainingslager mal gut. Man kommt mal raus an die frische Luft, man sieht mal was anderes als die Halle. Man hat ja einfach mal so ein paar neue kleine Spiele und Herausforderungen, wo man sich selber mal wieder neu kennenlernt. Und daher ist es auf der einen Seite eine sehr, sehr gute Abwechslung, trägt aber auch natürlich zum Teambuilding absolut mit bei. Ich glaube, wir können erwarten, dass da ein Team ist, das Bock hat, erfolgreich zu sein. Wir werden auf jeden Fall die Tugenden von Göpping auch im letzten Jahr sehen, wo es darum ging, dass wir halt kämpfen, dass wir es dem Gegner natürlich auch schwer machen wollen in der Abwehr. Ich glaube, was ich so spüre hier, ist ganz, ganz viel diese Lust auf auch einen Schritt weiter zu gehen, besser zu werden, zu sagen, okay, das war schon erfolgreich, was wir in der Vergangenheit viel gemacht haben und jetzt zu sagen, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und das glaube ich, ist eine ganz, ganz große Möglichkeit für das Team. Ich sehe da ganz, ganz viel Potenzial und so wie es oft ist, wenn alle gesund bleiben, ist da ganz, ganz viel möglich.